Nach dem Theologen kommt jetzt der Verbandssprecher. Der Anne Kekreis, der ist vom Verband, Fahrgastverband ProBahn und von Bürgerbahn Stadt Börsenbahn und ist auch im Aktionsbündnis für diese Gruppe. Und er weiß sehr viel über Fahrpläne und Reisemöglichkeiten und ich bitte ihn deshalb nach vorne. Er hat gesagt, er hat sich nichts überlegt, deshalb soll ich ihn was fragen. Oh Gott. Also Andi, wie viele reisen denn schon nach Berlin? Wie viel hast du denn schon gewonnen für diese Fahrt? Die ist am, sagst du nochmal die Daten und was muss man machen, um noch da mitzukommen? Ja, insgesamt sind mit uns bisher 90 Leute mitgefahren. Die neueste Aktion ist noch gar nicht richtig anbeworben. Wir sind da fünf, die wir informell gefragt haben. 35 Karten sind besorgt. Also wir fahren jetzt nach Berlin am 13. Dezember hoch, 10.51 Uhr und am 14. Dezember 18.03 Uhr zurück. Man muss sich bei mir melden. Ich schreibe morgen alle an, die schon mal dabei waren. Und kann sich melden oder sonst. Es gibt Leute, die wollen sich nicht selber melden. Die sollen sich dann bei jemandem melden, der schon mal dabei war oder irgendwie anonym. Aber es wird halt wesentlich einfacher, wenn wir die Mailadressen haben, weil man dann auch zum aktuellen Programm was sagen kann, was jetzt noch gar nicht so klar steht. Wir wollen eine Veranstaltung am Dienstagabend machen, eine politische, auch zur Frage Verkehrspolitik. Rot, Rot, Grün, was stellt ihr euch vor? Da steht dann vielleicht Stuttgart 21 nicht direkt im Vordergrund, damit wir auch die SPD, unsere SPD kriegen. Und dann eben die begleitende Demonstration zur Aufsichtsratssitzung, wo wir ja nicht rein können. Manche fragen auch, kann man rein zur Aufsichtsratssitzung? Nein, das kann man nicht. Kannst du was sagen? Du hast gesagt, 90 ist eine Gesamtzahl von allen Reisenden, die schon mal mitgefahren sind. So habe ich das verstanden. Und wie viele sind jetzt schon gemeldet für diese nächste Tour? Und wer kann da noch mit? Wie viel kostet das? Und was muss er tun, um bei dir sich melden? Das hat sie gesagt. Aber, und das kann auch spontan jetzt offensichtlich auch der Fall sein. Wie viel können da noch mit zu einem günstigen Fahrpreis zum Beispiel? Ja, das mit dem günstigen Fahrpreis ist immer ein großes Thema. Man konnte ja letzte Woche im Rewe wieder was kaufen, Gutscheine von 29 Euro um 24 Euro. Die Nutella-Gutscheine, die laufen aus vor der Fahrt. Was es noch gibt, sind die Lidl-Gutscheine, die werden auch darunter laufen. Das heißt, jetzt sind sie teuer, wenn man sie im eBay kauft. In der letzten Woche vor dem Verfall werden sie wieder günstig sein. Also die Bahn hat ja ein richtiges turbulentes Verfahren, was die Billigpreise und Marketing angeht, sodass man sagen kann, wir können wahrscheinlich mit Lidl nachkaufen. 35 Karten habe ich jetzt gekauft, das war auch so der Schnitt der Anzahl der Leute, die wir bisher waren. Wir wollten ja auch schon einen Sonderzug fahren, dann hätten wir 250 Leute gebraucht, da war die Resonanz nicht so hoch. Jene ist immer noch ein bisschen traurig, da hätten wir mehr sein können. Wenn wir mehr sind, werden wir mehr unterbringen. Es ist aber immer besser, wenn man rechtzeitig weiß, wer mitkommt, weil man auch jetzt noch günstige Fahrkarten buchen kann. Also momentan kostet die Fahrt eben gerade auch 20 Euro rum, weil der Mitfahrer günstiger wird, 29 Basispreis. Der Mitfahrer kriegt es dann immer 9 Euro billiger. Also jetzt könnte man noch billig kaufen. Eine Woche vorher geht es nicht bei der DB. Okay, dann wendet euch an Andi. Und der Werner Zauberer schwärmt immer auch so von dem Zusammenhalt dieser Gruppe, von dieser Dynamik, die sich da entwickelt. Und kannst du das bestätigen? Und was ist dein Eindruck? Der Selbstwert, den das hat. Ne? Nicht nur sozusagen, dass man dabei ist, demonstriert und so, sondern dass man auch zueinander findet. Das ist offensichtlich auch ein Ergebnis dieser Fahrt. Ja, ja, klar. Wir versuchen zusammenzufahren, was manchmal nicht geht, weil es doch verschiedene Interessen gibt. Manche wollen früher oder später fahren. Aber jetzt haben wir eine Fahrt, die ist komplett zusammen, 35 Leute, relativ spät, 10.51 Uhr hoch. Man kann auch ausschlafen. Da gibt es auch andere Interessen manchmal, die wollen früher hoch. Könnte auch machen, man kann nur ein Fahrtteil nehmen, also nur die Hinfahrt oder nur die Rückfahrt. Preislich liegt es bei 40 Euro ohne Bahncard, mit Bahncard 35 Euro. Ist jetzt ein bisschen teurer wie der Einkaufspreis, weil wir ja auch Stornogebühren oder eventuelle Ausfälle mit reinrechnen müssen, also oder Solidarpreise. Wer kein Geld hat, kann in der Regel auch mitfahren. Es gibt immer so 5 Spenden, die eingehen, also auch das ist gut möglich. Ich sage vielleicht noch was zur Hotelübernachtung. Du warst ja übrigens auch selbst dabei und kennst die Dynamik. Dir hat es ja, glaube ich, auch gefallen. Einmal, ja. Das war eine super Dynamik, ja. Also klar, schon mal schlecht, wenn man selber dann beteiligt war. Aber es war eigentlich immer gut. Und als wir im Verkehrsausschuss waren, war es halt noch besonders interessant, dort direkt mitzukriegen. Das war ja der 6. Mai letztes Jahr.
wo der Dr. Bietzer und so gesprochen hat. Gell? Das war sehr eindrücklich. Beim Verkehrsausschuss war das, wo die ganzen CDU-Leute immer in ihren Handys und Smartphones und Zeitungen rumgeblättert haben. Und auch unsere SPD-Frau, wie heißt sie, Savade, war nicht amused über das Ganze, dass wir überhaupt da so eine Ausschusssitzung bewirkt haben. Noch eine Frage, da steht ja noch drauf, Start von Lockermoor, das ist jetzt die neue Privatbahn sozusagen, die nach Berlin fährt. Kannst du dazu noch etwas sagen, ab wann das geht und zu welchen Bedingungen und was das jetzt bedeutet so für die Bahn selber als Konkurrent? Das wird man sehen. Ein kurzes Wort noch zum Hotel. Ich werde abends so gefragt, warum wir nicht alle in einem Hotel. Das ist ein bisschen schwer. Da haben wir wirklich unterschiedliche Interessen. Manche wollen günstige Mehrbettzimmer oder sehr exklusiv im Einzelzimmer. Das ist die Bandbreite ist also groß. Einzelzimmer ist also exklusiv. Es gibt auch 100 Euro. Jetzt wäre es günstig, im Dezember sind die Preise echt günstig. Berlin hat auch schöne Weihnachtsmärkte. Da könnt ihr selbst buchen, man kann sich dann, weil die Listen dann ja wachsen mit den E-Mail-Adressen, das hat ja dann auch den Vorteil, dass man sich gegenseitig abstimmen kann und so ein gewisses Eck raussucht, das nicht allzu weit ist. Mir macht es auch nichts aus, wenn ich eine halbe Stunde oder Stunde durch Berlin fahre, das geht schon, dann wird es wieder günstig. Also jetzt ist aber im Dezember sowieso relativ eine gute Zeit zu übernachten, man kann das dann abstimmen und dann eben gucken, wo man bleibt. Und wir suchen auch noch ein Plätzchen zum Essen zusammen. Das hat ja auch mal gut der Gruppendynamik gut getan, dass man zusammen ist. Aber genau. Der Andi ist kein Maßstab, dem macht es auch nichts aus, wenn er sechsmal umsteigt nach Berlin. Ja, das ist ja immer der Trick. Wenn man sechsmal umsteigt und oben von Berlin bis Berlin-Spandau noch einen Fernverkehr dazu nimmt, kann man immer um 29 fahren und jetzt mit dem Nutella-Glas um 9:10. Da kann natürlich Lokomor nicht mithalten, das ist ja das Gemeine. Jetzt gibt es ja wieder die 19-Euro-Angebote. Ich habe zu Lokomor gesagt, ihr müsst ein bisschen aufpassen mit dem Preis. Trotzdem sagt Lokomor, wir bieten ab 22 Euro an, damit die Leute, die wenig Geld haben, auch fahren können. Sie brauchen eine Auslastung von über 60%, klar. Sie haben eine sehr gute Truppe. Wir hatten eine Veranstaltung im Januar im Haus gegenüber, im Haus der katholischen Kirche. Die sind innovativ unterwegs mit fairen Produkten, machen auch Gemeinschaftsräume. Wir haben uns auch den Zug angeschaut auf der InnoTrans, der ist dort ausgestellt. Und Lokomor fährt zum ersten Mal am 14. Dezember die Eröffnungsfahrt. Die Eröffnungsfahrt ist allerdings ein bisschen exklusiv, dass wir da wahrscheinlich auch nicht zurückfahren können. Ich habe den Geschäftsführer angefragt, den Darek. Aber alle Fahrten, die wir später machen, werden wir mit Lokomor machen. Und ich selber bin vielleicht auf der Eröffnungsfahrt, deswegen würde ich noch bitten, dass der Markus Metzger als stellvertretender Reiseleiter auch noch vorkommt. Markus, wo bist du? Dass er ihn auch noch mal sieht. Der ist jetzt, normalerweise war er gerade auch noch da. Also der hilft mir beim Organisieren der Reise und ich fahre vielleicht hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter, das wird man dann sehen. Super. Also beim Andi melden, wer noch mitfahren will und vielen Dank, Andi. Dann wäre sozusagen dann die allgemeine Runde.